Wir sind wieder zurück beim Roten Kreuz in Reutte. Elisabeth, machst du deine ganzen Tätigkeiten hier freiwillig? Das ist alles ehrenamtlich, ja. Nicht schlecht. Ich habe auch schon gehört, dass ihr hier auch regelmäßig Leute sucht, nicht nur für den Freiwilligendienst und auch vor allem für Stellen, die man jetzt im Alltag eher weniger sieht, wie zum Beispiel am Anfang schon erwähnt wurde, dieses Essen auf Rädern. Vielleicht kannst du hier noch ein bisschen mehr dazu erzählen, dass die Leute wissen, was hier alles noch versteckt ist. Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach Freiwilligen, weil der Ambulanzdienst alles muss aufrechterhalten werden. Und es gibt eben, wie du sagst, verschiedene Leistungsbereiche, wie eben das Essen auf Rädern, aber auch zum Beispiel die Krisenintervention. Da bin ich Mitglied. Ich bin jetzt nicht im aktiven Rettungsdienst, sondern wir machen psychosoziale Erste Hilfe. Unser Team besteht aus Menschen, die schon aus dem Quellberuf kommen, Pädagogen, Psychologen, Ähnliches. Oder auch Mitglieder vom Rettungsdienst, die die Ausbildung zusätzlich machen. Ah ja, aber habt ihr da generell viele junge Leute auch oder fehlt euch eher der Nachwuchs? Der Nachwuchs fehlt uns auf jeden Fall, aber man kann diese Tätigkeit sowieso erst ab 26 Jahren ausüben. Ah, okay. Und was für eine Ausbildung braucht man da? Die Ausbildung stellen wir. Das ist etwa ein Jahr eine Theorieausbildung, auch mit Praxisteilen. Das heißt, das kann eigentlich wirklich jeder machen ohne Vorkenntnisse? Man sollte schon aus einem Quellberuf kommen und schon mal was, also zum Beispiel ein Pädagoge eignet sich genauso wie ein Psychologe. Wir haben auch verschiedene Menschen wie Lebens- und Sozialberater dabei. Es sollte zumindest grundsätzlich ein Quellberuf da sein. Wenn man jetzt Interesse hat an einer freiwilligen Tätigkeit, wo genau kann man sich denn da melden? Am besten einfach eine E-Mail schreiben an freiwillig@roteskreuz-reutte.at. Es kommt dann direkt zu unserer Schulungsleitung und man bekommt dann alle Informationen zugeschickt. Okay, alles klar. Grundsätzlich bietet ihr hier ja auch viele Schulungen an, habe ich gesehen, zum Beispiel auch den Erste-Hilfe-Kurs. Kann da auch einfach jeder mitmachen? Erste-Hilfe-Kurse sind natürlich für jeden da. Es gibt die typischen, die man natürlich für einen Führerschein braucht, aber auch Auffrischungskurse. Einfach kurz auf unserer Homepage informieren, das sind immer die aktuellen Termine. Man kann auch einfach bei uns anrufen. Sehr schön. Also immer gern euch informieren, es ist ein wichtiges Thema. Und damit möchten wir uns hier auch schon wieder verabschieden und wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt und schaltet auch nächste Woche wieder mit ein.